Ja, hallo! Wie seid ihr drauf? Sagt mal was! Herzlich willkommen zur Animook 2015. Mein Name ist Davos, ich bin vom Sailor Moon German Team. Und ihr habt schon gehört, dieses Wochenende wird sehr Sailor Moon-lastig. Warum? Genau seit 20 Jahren ist jetzt Sailor Moon hierzulande bekannt. 20 Jahre ist es her, seitdem das Mädchen mit den Zauberkräften uns verzaubert. Und deswegen haben wir gesagt, wir kommen nach Fürstenfeldbruck und zeigen euch unsere Sailor Pride. Sailor Pride ist die Kampagne von uns dieses Jahr. Und dabei möchten wir mit euch zusammen feiern, 20 Jahre Sailor Moon. Und dabei wollten wir euch heute eine Präsentation zeigen, denn zu Sailor Moon gab es ja vieles und die Musik spielte auch immer eine signifikante Rolle. Und deswegen haben wir auch Mara Winzer eingeladen, die Sängerin, die alle Songs eingesungen hat. Und dazu möchten wir auch eine kurze Geschichte sagen. Aber dazu habe ich noch einen kleinen Gast. Da habe ich unser Maskottchen hier, das würde ich mal kurz auf die Bühne bitten. Applaus für Desiree! Ja, hallo, grüß dich! Hallo, München! Ich würde sagen, ich gebe dir mal das Mikrofon, ich gehe mal oben in die Technik und schauen wir mal, was du jetzt für uns machst, oder? Habe ich jetzt einen Fehler gemacht? Seid ihr nicht in München? Aber es heißt doch Animook, oder? Moment, das machen wir nochmal. Verzeiht mir. Hallo, Fürstenfeldbruck! Fehler macht doch jeder mal, oder? Ne? Und wie könnte es auch anders sein, an so einem schönen Tag darf natürlich auch eine Anime-Convention nicht fehlen. Und was freue ich mich, draußen 30 Grad, ich muss endlich nicht mehr meine Winterkostüme anziehen, sondern kann wieder schön luftig im Minirock rumrennen. Ist das nicht herrlich? Das ist doch der fantastischste Auftakt für ein Convention-Jahr, oder? Ich freue mich, freut ihr euch? Ich habe eine kleine Ankündigung zu machen. Ich habe mich mit Sailor Moon German hingesetzt und wir haben für euch drei Lieder rausgesucht. Wir haben überlegt, Sailor Moon, drei schöne Lieder. Was singen wir denn da am besten? Haben wir überlegt. Tja, was sind denn eure Lieblingslieder? Sagt das Zauberwort? Ja? Singen wir aber heute nicht. Nein, heute gibt es drei andere Lieder und es sind, glaube ich, mit Abstand drei meiner allerliebsten Favoriten. Search for your love leider nicht. Richtig! Lauter! Richtig, genau das kommt. Und da das Ganze ein Fan-Tribute ist, habe ich mir gedacht, singt mit und zwar so laut ihr könnt. Ihr kennt die Lieder doch noch, oder? Die silberne CD hatten wir sie nicht alle? Du hast die Kraft der Ewigkeit. Also ich möchte euch gleich mitsingen hören. Lasst mich hier bitte nicht verhungern auf der Bühne, ja? Wir singen hier alle. Hier muss jeder was machen. Okay? Ich bin dann soweit. Ich drehe mich mal um. Gegen das
Und wir lieben alle Sailor Moon. Ne? Ganz genau. Okay, was gibt's noch zu sagen? Warum stehe ich jetzt noch hier? Warum bin ich noch nicht nach hinten gegangen? Ich habe noch was für euch. Wir gehören jetzt zu Sailor Moon. Ey. Weiter im Text. Wir gehören jetzt zu SailorMoonGerman.com. Hehe, Schleichwerbung. Aber wir haben uns da was gedacht. Und zwar haben wir letzten Monat uns mit einem sehr netten, jungen Mann zusammengetroffen und gesagt, hey, wäre doch mal cool, die letzte Sailor Moon CD ist jetzt über 20 Jahre her, bringen wir doch mal eine neue raus. Gesagt, getan, machen wir. Machen wir tatsächlich. Ab Mai gibt's die CD im Handel, eine neue Sailor Moon CD. Die Lieder der silbernen CD haben wir neu interpretiert. Es sind Fan-Tributes. Stille. Es wird spannend. Wir haben gestern reingehört, uns gefällt's, es macht Spaß. Und ich finde, es unterstreicht auch so ein bisschen das Fansein. Diese CD soll ein Anfang sein. Wir wollen alle Sailor Moon-Fans dazu aufrufen, macht mit, kommt mit und seid kreativ. Nehmt euch die Lieblingsserie und seid Fans. Dafür sind wir es doch schließlich, oder? Und diese CD ist der Anfang dafür. So, jetzt sitzen wir hier alle und wir würden euch gerne das Cover zeigen, das sonst noch niemand gesehen hat. Seid ihr bereit? Jetzt habe ich es auch gesehen. Danke, Technik. Ich rede hier eine Minute lang und ihr habt das schon angemacht. Wie lange ist das da eigentlich schon? Also heute ist echt nicht mein Tag, schade. Vielleicht ist es ja eurer. Okay, so sieht's aus. Jetzt ist Schluss. Ich gehe. Ich fühle mich gedisst. Oh, Heimatknuddeln. Oh. Was machen die schon wieder mit mir? Die sind ganz böse zu dir. Sind sie, oder? Wie könnt ihr denn zu so einer Sängerin so böse sein? Ja. Anfeuern, jubeln, jetzt! Doch gerade deswegen. Also, geht doch. So, und jetzt machen wir's von der Menge. Moment. Ich wünsche euch ganz viel Spaß auf